Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Still Wakes the Deep. Ja, wir sind noch im Schrank und müssen an Trost vorbei. Jetzt hoffen wir, dass wir hier an ihm irgendwie vorbeikommen. Da vorne ist eins, ja. Ich war zu langsam. What? So, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie ich es hinwerfe, weil ich muss wahrscheinlich da lang. Ja. Ich komme da nicht raus, okay. Und dann muss ich wahrscheinlich rennen. Ich würde es aber vielleicht in die Richtung werfen. Frage ist. Okay. Freezer vent. Aye. The
Jetzt hoffe ich, dass der noch lebt, nicht, dass der gefressen wurde. Ja, er lebt. Oh. Kaz, you alright? Jesus, you look terrible. Do not go down those fucking stairs. What the hell is going on? Trots. I think it was Trots. No, it's just fucking horrible, whatever it is. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats? Yeah. Fuck knows if they ever work, but they definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Rennick about it while I was out there. How did that go? Badly. The cunt still reckons we should get to the bird. You think? You got a better idea? Kaz, mate, I'm not gonna make it over the deck. I'm not feeling so good, pal. I think I need my insulin. What? You're fucking kidding, Roy. Now? Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. Bloody Fit and Healthy. I tell you what, I'll have a little chat with my pancreas, shall I, and tell it to pull its socks away. Right, Mr. Fit and Bloody. You know, just eat some fucking jam or something. Oh, bloody hell, the man's a medical genius. I'll get on the blower to Dr. fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point of your cut. Geil. You think you can manage to get to your cabin? You've some in there, aye? I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesn't try leaving without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen, when you get to the chopper, tell Archie to radio in the support ship. We need all the fucking help we can get, Kaz. All right, big man, all right. Just be careful, okay? My girls need their godfather in one piece. Gehe zurück hinaus aufs Deck. Ist ja nie, ist klar. Gehe zurück hinaus aufs Deck. Ja, nee, ist klar. Willst du jetzt sagen, dass ich den gleichen Weg zurück soll, oder was? Ich hoffe, dass ich jetzt praktisch hier die Tür aufkriege. Komm, geh auf. Das sieht jetzt besser aus. Ja. Oh Mann. Überquere das Deck zum Heliport zu gelangen. Okay. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Oh Mann, auf geht's. Nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, okay. Will mich wieder irgendwas hier fressen, oder? Okay. I don't like the sound of that. Whatever it is. So, hier sind wir und wir müssen zum Helideck irgendwie, ne? Oben ist das Helideck. I have to get across to the bird. Christ, I can barely see the lift to get there with this fog. Warum habe ich das Gefühl, ich muss hier lang? Aber nicht so. Das mache ich nur einmal. Hier ist zu. Hier ist der Schalter. Also die Stimmung ist schon krass, die Stimmung ist echt geil, muss ich sagen. Die lässt ja schon ein kleines bisschen das Blut in den Adern frieren.
Kann ich da was sehen? Ich glaube, der ist tot. Ich muss da bestimmt hoch. Kann ich da springen? Ich kann da bestimmt springen. Die Frage ist, ob ich das will. Wahrscheinlich nicht, weil ich wahrscheinlich nicht mehr hochkomme. Da komme ich gar nicht lang. Okay. Hat sie es schon erledigt, ja? Ich glaube, ich muss springen. Da komme ich nicht lang. Das heißt, für mich geht es da definitiv runter. Fuck! Sunil. What the fuck happened here? Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an, mein Freund. Das hört sich nicht gut an. Wo muss ich denn lang? No, no, no! Help me! Jesus! Dobby! Christ almighty! Was bist du denn? Ja, nee, ist klar. Cuz, Jesus, Ennis. What are you doing up there? That thing will see you. That thing. It's Muir, Cuz. It's fucking Muir. Muir. Jesus. Christ! I don't understand, Kaz. Listen, we have to get to the helipad, all right? I tried talking to him, but he came for me. Like, he didn't care me at all. It's no him anymore, Innes. There's nothing we can do but leave. Save who we can. You're right. But the only way up is the crew lift. He won't let anyone leave. Then we need to get past him. All right. I'll see you there. But hey, didn't he be a hero if he hears me, all right? And don't let him hear you. See you at the lift. Please! Fucking you can hurt me! Er hat gesagt, nicht rennen. Die Frage ist... Ich renn trotzdem. Schauen können, aber das wollte ich nicht. Muss ich rein?
So, gut. Dann wollen wir noch mal schauen, ob wir nicht da vorbeikommen. Mal gucken, wo läuft er denn? Dass ich hier rüber komme. Die Frage ist... Ich habe jetzt gerade umschauen geklickt, aber irgendwie... So. Das nächste wäre da, würde ich sagen. So, ich muss dann dahin, da war ich dann und von da aus muss ich gucken, ob ich dann weiterkomme. Da kommt er gerade. So, das ist das hier, hier komme ich nicht weiter. Ich gehe dann schon mal raus. Da kommt er wieder. Jetzt bin ich noch schlechter wie vorher. Also vorhin war ich, weiß nicht, ob das Kriechen das hilft. Jetzt ist gerade, es ist ein Toter, der praktisch im Kopf, hier liegt die Brille, hier ist die Mickey-Mäuse sind hier, ich hab's gerade, da sind die Füße, ich hab gerade überlegt, was ist das die ganze Zeit? Ich glaube, ich schleiche einfach, oder? Weil er sagte, nicht rennen. Das war vielleicht ein Hinweis, nicht rennen. Wie habe ich das vorhin gemacht? Hier braucht er länger. Das heißt, wenn er hier lang geht, muss ich hinter ihm her. Glaube ich nicht, kann das sein. Das nächste Mal, wenn er dann weggeht, so jetzt, und dann müsste ich los. Jetzt muss ich eine Runde warten und gucke, dass ich da hinkomme, da hinten. Der kommt zurück und sobald er dann praktisch hier ist, laufe ich los. Jetzt guckt er wieder. Jetzt dreht er rum. Bye.
bastards, you gender! Geht's rein? Und hier geht's wieder weiter, würde ich sagen. Schraubendreher. Ich habe ganz feuchte Hände. Ich habe ganz feuchte Hände. Aktuell nicht, aber der wird hier irgendwo rumlaufen. Ich hoffe, dass er mich nicht sieht. Sehr schön. Kurz durchschnaufen. Und da geht's da unten rum. Schön ruhig. Ah, da ist der andere. Ah, ist beim Lift, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie das der Kollege mit der Diabetes machen soll. No, Neural's coming at me. I just froze. I didn't care how I got myself in here, but the cargo hoist came down and we're right crabs in that creel now. Are those the hoist controls behind the fence? Maybe I can shift it. All right. You're a good lad, Kaz. So. Jetzt müssen wir gucken, wie er da kommt, wo er da kommt. Mal schauen. Da kommt er gerade. Ich muss gerade gucken, wie er läuft. Schön leise. Hier kann ich nichts nehmen. Kommt er? So. Schön leise. Je weniger er mich hört, desto besser ist es. Muss ich als nächstes hin? Hier hinten wahrscheinlich hin. Help!
Okay. Poor bastard. Ich weiß gar nicht, wo er genau steht. Muss mal gucken. So, wo ist er gerade? Er kommt zu uns. Jetzt ist er über uns, denke ich. Stell das mal ab. So, dann wollen wir mal drücken. Nimm das mal mit. Fucking hell. Okay. Der bewegt sich gar nicht. Der steht hier und bewegt sich gar nicht. Frage ist, wo muss ich denn hin? Ich muss eigentlich da hinten zum Heliport. Das heißt, ich muss erstmal außen rum. Kannst du mir kurz mal gucken? Gibt es Versteckungsmöglichkeiten? Da hinten. Ich bin mal gespannt. Jetzt guckt er in die Richtung. Jetzt kommt er wieder. Das heißt, ich muss definitiv... Die Frage ist, wo lang muss ich denn? Keine Ahnung, das was bringt. Wo ist er denn? Wahrscheinlich gerade rüber. Fuck.
Es tut mir so leid. Begib dich zum Helikopter hinauf. Mache ich doch gerade. Meine Freunde, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Aber wir fahren auch gemeinsam hier hoch. Mal, ich sehe kommen, dass wir eh... Seht ihr, brennt hier alles. Ich gehe mal davon aus, dass hier... Ich fahr zum Helikopter hoch. Okay. Wir sind gleich da. We should go back and get them. Like hell we should. You saw them. They're gone. Get a move on. Archie! Rennick! We have to give them more time. You told them to come. What I told them is that we are leaving. And we are leaving. Now. Here. Christ. Zeus. Fuck. Come on. Come back. Hey! What the fuck is it? Fuck. Can't better than to let you two out together. The two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize committee will be warming up their checkbooks already. You seriously, seriously think if you leave the country, this will all just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, no, you're not doing your best. What do you know about oil rigs, you roaster? Good with the lecky. There is houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit, and then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking Skunner, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. You hear me? Oh, don't say that. I'm here. Suze. Fucking hell. I'm losing my mind.